Ah, jetzt sind sie auf. Willkommen im Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ja, es geht mir weder um die Haare noch um die Augenfarbe. Es geht mir um andere Dinge. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Ja, Sie haben die Informationen nicht. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Nein. Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Okay. Soll heißen? Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Gut, machen wir. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Ja, bestimmt. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud Sie in den Himmel. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Na klar. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. War ja klar. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Danke. Traurig. Wir wünschen einen angenehmen Fick dich ins Knie, Johnny. Du musst echt ein Perverser sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Hi, ich bin Sky. Und du musst Vincent sein. Wie? Nur wie? Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie? Das könnte interessant werden. Okay, Nada. Wie? Du stirbst also. What the fuck? Woher weißt du, dass ich sterbe? Tief in deinem Innern fürchtest du es. Versteckst dich vor der Furcht.
Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Sieh dich um. All das kommt aus dir. Da ist was in diesen Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion. Deine innere Natur. Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robonutte. Es ist nicht meine Absicht, dich zu analysieren. Sowas tue ich nicht. Ich bin hier, um dein tiefstes und geheimstes Bedürfnis zu erfüllen. Ah. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten, so viel ist klar. Ja, nur nicht die, genau, die du zu brauchen glaubst. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker, sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich habe keine Zeit zum Philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Sprichst du nur in Rätseln, oder was? Ich kann dir nicht helfen, wenn du keine Hilfe willst. Und was jetzt? Meditation? Sowas in der Art. Du wirst sehen. Du meinst, du kennst mich? Okay, dann sag mir, wovor ich solche Angst habe. Es ist etwas, über das du nicht sprichst. Jeder hat Geheimnisse. Und meine habe ich aus gutem Grund. Sag es. Sprich es aus. Nicht für mich, sondern für dich. Bin einmal draufgegangen. Und jetzt sterbe ich wieder. Keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll. Zufrieden? Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Was ist daraus geworden, der Beste in Night City zu werden? Ich will immer noch der Beste sein. Das habe ich nie aufgegeben. Aber die Chance, das noch zu schaffen, wird immer kleiner. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war, dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden, als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden, anders als jetzt? Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder nur eine nervige Stimme im Kopf eines Fremden. Du siehst den Tod nicht als Zerstörung oder das Ende, sondern als Veränderung. Das allein könnte dein Leben retten. Vielleicht habe ich nur Angst. Also stelle ich mir diese Dinge vor, um mich vom Gedanken an die Leere abzulenken. Denn die war es, der ich letztes Mal begegnet bin. Die Angst ist deine stärkste Waffe im Kampf gegen den Tod. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Und das wäre? Sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City. Und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Aber wie halte ich Schritt mit allem, was sich verändert? Das tust du doch schon. Du hast etwas bewirkt. Nichts, rein gar nichts auf dieser Welt befindet sich nicht im stetigen Wandel. Das trifft auch auf dich zu. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Danke, für alles. Oh Mann, ich will jetzt nicht mal aufstehen. Wollen die wenigsten. Aber alles hat ein Ende. Samurai,
Was ist los? Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt zum Reden? Yep. Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Mir geht in letzter Zeit viel im Kopf rum. Aber das war anders. Was Neues. So ist es eben hier im Clouds. Ich verstehe, warum die Leute herkommen. Aber ich bin wegen was anderem hier. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein, wollen es zerstören. Vergiss es. Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin, am nächsten weg vom Fenster. Ist dir in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. Und wer weiß mehr? So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war's ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts, siehst nichts und hältst den Kopf unten. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die 11. Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher. Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Wer ist Tom? Eine Puppe. Wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expedi-Star? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich. Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar. Na dann. Schauen wir uns mal weiter um hier. Werfen wir mal einen Blick drauf. Loot. Noch frisch. Nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Siehst du's? Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklingt. Rausgerissen worden? Ich frag mich, warum. Was ist das? Der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Hm.
Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Das ist dein Problem. Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe. Wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen. Sonst müssen wir Sie hinausbegleiten. Und schon sind wir VIP-Mitglied. Ach, warte mal. Ja, wenn wir den direkt abhängen. Soll ja keiner finden, ne? Machen wir hier schön unauffällig. Servus. Ich geh da mal hoch, ne? Willst du heute? Irgendwas. Was mich am Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Nee. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, wir reden ein bisschen. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Der Unfall hatte was mit dem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert hier manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Na dann,
Reden wir doch mal mit diesem Woodman. Dem irgendwie vollkommen egal, ne? Moment, nochmal von vorn. Du redest mit ihm? Ernsthaft? Imperatore. Immer schon gleich doppelt VIP-Mitglied hier. Sonst noch irgendwas, das mitgenommen werden möchte? Nee, gut, weiter geht's. Wir könnten natürlich ein bisschen was an unseren technischen Fähigkeiten drehen. Ne? Das wäre ja machbar. Und dann sollten wir die Tür hier aufkriegen. Ach, wir sind einfach sehr gut. Guten Abend. Wir möchten Ihnen überhaupt nichts tun. Nur zwei Köpfe kürzer machen. Auch schon wieder eine Zugangskarte. Was haben wir denn hier? Was? Alain de Joes, Besuche 23, Clubmitglied seit 2077, VIP, ja, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club zu 21 Minuten. Trinkgeld, Ausgaben an der Bar, geringfügig. Puppen, W, Latina. Fetische Essen. Sonstige Besitzer und einzige Angestellte eines Scop-Dog-Stands. Single. Zahlt den Valentino Schutzgeld. Hat sonst keine Verbindung zur Gang. Hat als Teenager einen Cyberpsycho-Angriff miterlebt und hat seitdem Angst davor, selber zum Cyberpsycho zu werden. Sieh an, die scheinen ihre Kunden auszuspionieren, hä? Jennifer Bates, 82 Besucher. Tiger-Claws sind regelrechte Spanner. Beobachten ihre Puppen genau. Wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Clubmitglied seit 2071 VIP. Nein, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 28 Minuten. Trinkgeld, Ausgaben an der Bar geringfügig. Puppen, männlich, keine Vorliebe. Fetische, SM-dominant. Sonstiges hat wahrscheinlich eine Verbindung zu Militech, leitet einen Second-Hand-Elektronikladen, verheiratet, zwei Kinder. Thomas Briggs, Besucher 6, Clubmitglied seit 2074. VIP 9, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 92 Minuten. Trinkgeld, Ausgaben in der Bar durchschnittlich. Puppen, weiblich, weiß. Fetisch, große Brüste. Sonstiges, Lastwagenfahrer, Nomadenwurzeln. Familie ist während seiner Kindheit sesshaft geworden. Zweimal geschieden, extrem schüchtern. Wichtig, wurde unter ungeklärten Umständen von einer Puppe angegriffen und schwer verletzt. Einem von Maiko Maeda angeheuerten Privatdetektiv zufolge ist es sehr unwahrscheinlich, dass er das eigentliche Ziel der Attacke war. Überwachung notwendig und Entschädigung erforderlich, wenn wir ihn davon abhalten wollen, den Club zu verklagen. Das war dann anscheinend vielleicht der Kunde mit dem Evelyn in der Kabine war?
Angriff auf dem Club am Dienstag um ca. 1.50 Uhr griff ein Netrunner Kabine 11 an. Das Opfer war Thomas Briggs. Na, sag ich doch. Der sich gerade in einer Session mit einer Puppe befand, die sich mit dem System verbunden war. Der Angriff löste bei ihm einen schweren Schockzustand und psychosomatische Symptome aus. Es stellte sich heraus, dass der Netrunner-Angriff einen psychosomatischen Anfall seitens der Puppe zur Folge hatte. Unter Erwartung eines verheerenden Angriffs auf das Clouds wurden alle Sicherheitsangestellten des Clubs um 2.06 Uhr einbestellt und 10 Minuten später wurde Verstärkung von den Tiger Claws angefordert. Glücklicherweise war Kabine 11 jedoch das einzige Ziel des Netrunners. Mr. Briggs wurde erst versorgt und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Zum jetzigen Zeitpunkt, Freitag, ist die Puppe noch nicht wieder einsetzbar. Interessant. Kabine 11 von was? Ermittlungsdienst an Cloud Security. Ich benötige Zutritt zu Kabine 11 sowie Zugriff auf alle Aufnahmen des letzten Monats darin. Was? Und Dead Lane, Woodman und Cloud Security. Weh, ihr behindert Detektiv Lahm bei ihren verdammten Arbeit. Wenn sie Aufnahmen haben will, dann rückt sie gefälligst raus, aber ohne mein Okay geht keiner Kabine 11. Kapiert? Ja gut, okay. Da muss man dann mal gucken. So, verbundene Geräte, erstmal alles ausschalten. Überwachungssystem braucht kein Mensch. Wer hustet denn da die ganze Zeit im Hintergrund? Alter, sag mal, lass dich mal untersuchen, Junge. Das klingt ja echt nicht gut. Okay. Guten Tag. Ach, stellst du dich wieder an deine Tür, ja? Gott. Dann raus hier. Was haben wir da noch? Geänderter Zeitplan, Vorfallbericht. Flint und Yu, Schichtwechsel. Dienstag, 23.26 Uhr. Tumult im VIP-Bereich. VIP-Karte des Kunden war abgelaufen. Mittwoch, 2.06 Uhr. Gesamte derzeitige Security zum Notfall gerufen. 2.15 Uhr. Tiger Claws als Verstärkung gerufen. Okay, das war der besagte Mittwoch wahrscheinlich. Donnerstag, 0.24 Uhr, Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kunden, beide aus dem Gebäude geleitet. Freitag, 21.03 Uhr, Puppe hat Security gerufen, wurde vom Kunden bedroht, Kunde aus dem Gebäude geleitet. 1.42 Uhr, Probleme mit Bezahlung, Freund hat für Kunde bezahlt. 7.54 Uhr, Kunde wollte Gebäude nicht verlassen, wurde aus dem Gebäude geleitet. Samstag, Flint und White, Schichtwechsel. 22.32 Uhr, Kunde hat an der Bar Bewusstsein verloren, von Traumateam abgeholt. 0.12 Uhr, Gerangel im Eingang ausgebrochen, Bezahlung wurde abgelehnt, Kunde hat sich aufgeregt. 2.34 Uhr, Puppe wurde verprügelt. 4.06 Uhr, Kunde ist in Kabine bewusstlos geworden, von Puppe wiederbelebt. 8.32 Uhr, Gruppe aus drei Kunden wollte Club nicht verlassen, aus dem Gebäude geleitet. Was Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Sagt er nichts so. Haben hier nichts zu suchen. Bin auch kein Kunde. Sei ein Schätzchen und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keine, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest.
wirst keinen Unterschied merken. Keine Zeit für deine Spielchen. Ich muss wissen, wo Evelyn ist. Das hier ist ein Nuttenzirkus, falls du es nicht bemerkt hast. Keine Vermisstenagentur. Lass mich raten. Falls du es nicht gemerkt hast. Du hast zweimal mit einer Puppe gespielt und ich willst jetzt mit Kunde. Dir durchbrennen? Geh runter zum Empfang. Die finden dir in Sekunden einen neuen Seelenverwandten. Siehst mir wie ein vernünftiger Typ aus. Wir können uns bestimmt einigen. Und du siehst mir wie ein kleiner Psycho aus, der noch nie von wem verlassen wurde. Aber mach schon. Red weiter. Du hockst in diesem Loch, das du Büro nennst, sitzt dir den Arsch breit und glaubst, du hast ausgesorgt, Gute Arbeit! Du liest Gedanken besser als unsere eigene KI. Vielleicht sollten wir dich anstellen. Schon mal drüber nachgedacht, wer hinter den Claw-Marionetten steckt, die du deine Bosse nennst? Tigerclaws Bosse haben selbst Bosse, falls du es nicht wusstest. Bist nur zu winzig, um sie zu sehen. Aber du bist ein hohes Tier. Sagen wir, ein gewisses Arasaka-Clan-Mitglied wäre nicht begeistert, wenn Evelyn was passieren würde. Der wüsste sicher gern, wer dafür verantwortlich ist. Okay. Ich sag dir, was du wissen willst. Das Mädchen, Parker? Ist nicht hier. Ach, was du nicht sagst. Ich will wissen, wo sie ist. Du glaubst, du weißt, wie hier die Dinge laufen. Aber hast keinen Schimmer. Jetzt meine Fresse, mach's Maul die auf. Die Kunden hier bedienen die Kunden nicht einfach aus purer Herzensgüte. Sie arbeiten. Sie sollen nur Profit machen. Hat Evelyn nichts mehr eingebracht? So ist es. Lief nicht gut für sie. Hab gesehen, was sie mit dem Kunden gemacht hat. Hatte jemand seine Finger im Spiel? Wer oder was auch immer ihre Schaltkreise frittiert hat, kam von außerhalb unseres Subnets. Die konnten mit ihrem Deck umgehen. Ihr Chip war völlig hin. Glaub mir, wir wollten ihn reparieren. Aber es ging nicht. Ist das normal? Solche Unfälle? Hattest du jemals Tag, die nie kaputt ging? Dachte ich mir. Die Verhaltenschips teilen dich in zwei Hälften. Manche verlieren dabei einfach den Verstand. Und wenn das passiert, stehen Dutzende Schlange, um sie zu ersetzen. Ist das deine Vorstellung von Klartext? Was ist mit Evelyn? Hab sie auf Befehl von oben recycelt. Du hast sie umgebracht? Nein, ich habe einen Ripper-Doc gefunden, der sie sich ansehen wollte. Er meinte, er wüsste da was. Du hast sie zu einem Ripper-Doc gebracht, statt dem Befehl zu folgen? Hätte nicht gedacht, dass du Eier hast. Scheiße, Mann, das ist doch kein Schlachthaus hier. Wir recyceln nur, wenn's unbedingt sein muss. Und rufen die Familie an, wenn's eine gibt. Meinst du, da draußen gibt's viele Daddys, die einer hirntoten Schlampe am Rande zur Cyberpsychose die Windeln wechseln wollen? Eher nicht. Sie auf die Straße werfen geht auch nicht. Damit mache ich uns nur den Ruf kaputt. Naja, alles ist besser, als sich eine Kugel einzufangen. Genau das sagen unsere Puppen auch immer. Langsam gefällst du mir. Suchst du vielleicht Arbeit? Du hast deine eigenen Eddies in die arme, unrentable Evelyn investiert? Ja, klar. Hast mich erwischt. Der Ripper hat mich bezahlt. Für eine kaputte Puppe? Leute haben eben komische Ticks. Glaub mir, ich kenne den Schlag. Bin lang genug im Geschäft. Aber Fingers ist so richtig schräg. Hat jeden Fetisch, von dem du je gehört hast. Und mehr. Bin sicher, er hat dir eine hübsche Nische gefunden. Der Ripper-Doc. Name und Adresse.
Ich kenne den Nachnamen nicht. Verarsch mich jetzt nicht. Tu ich nicht. Er nennt sich Fingers. Die Klinik ist in irgendeiner Gasse nahe Jig-Jig Street. Wenn du Evelyn willst, such dort. Und lass dich hier nie wieder blicken. Glaub mir, wenn du mich wieder siehst, hast du eine Kugel im Kopf. Je schneller ich dich los bin, desto besser. Oder will er doch 10? Doc Fingers in Jig-Jig Street. Klingt wie ein feuchter Schuljungentraum. Atmos-Kollektiv. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Ah, wisst ihr Bescheid. Wenn Sie sich okay, das nächste Mal nach das? Dem Volk, ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald Sie da drin sind, bestimmen Sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, Sie erleben nie, was Sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ja, sind wir nicht mehr, wir waren ja schon drin. Das hätten wir vorhin noch fragen sollen. Hat echt was, dieser Ort. Auf eine schmierige, abstoßende Art. Hast deine Meinung zu Puppenhäusern wohl nicht geändert? Oh, das hab ich. Früher hätte ich sowas nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Heute würde ich am liebsten alles eigenhändig kurz und klein schlagen. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Jung, ich wollte dich halt auch mal gefragt haben. Das hat wehgetan. Hä? Was? Warum geht mein Telefon nicht? Muss da jemanden anrufen. Den habe ich versprochen, dass ich Bescheid sage. Oder der. Du hast es versucht. Und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Wie wär's mit einem Quick? Wir suchen ja noch nicht Hellmann. Ah, fuck! Oh. 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 Was ist das? Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich hab schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich hab eine zweite Chance gekriegt.
Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Mhm. Und? Kannst du noch folgen? Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Du bist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Ja, dann... Natürlich, habe ich versprochen. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und, hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie. Dekai, das lässt sich ändern. Ah, was haben wir denn hier? Ah, da müssen wir noch hier einiges. Warte mal, das haben wir doch auch nicht gelesen. Saburo Arasaka gestorben. Mit großer Traurigkeit bestätigt Arasaka gegenüber N54 Network den Tod von Saburo Arasaka. Der Kaiser verstarb im Alter von 158 Jahren in Night City's Konpeki Plaza Hotel. Vertreter von Arasaka konnten weder die Ursache noch die Art des Todes bekannt geben, da die Ermittlungen noch andauern. Yorinobu Arasaka, der älteste Sohn des Kaisers, der zu dem Zeitpunkt des Todes im Konpeki Plaza anwesend war, konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden. N54 Network wird Saburo Arasaka mit einer dreistündigen Gedenkfeier diesen Freitag um 19 Uhr PST
Jetzt habe ich doch verdammt blöde Taste. Moment, haben wir gleich. So, PST Ehren. Belästigung Clouds. Das Clouds Puppenhaus in Japantown war Schauplatz einer weiteren Belästigung, als ein betrunkener Gast nach einer Auseinandersetzung mit dem Personal von NCPD-Beamten weggebracht werden musste. Anwohner des Clouds-Megagebäudes haben berichtet, dass es in diesem Lokal immer häufiger zu Störungen kommt. Eine Untersuchung von N54 ergab in der Tat, dass das Clouds im Vergleich zu anderen Etablissements für Erwachsene in der Stadt deutlich häufiger von der Polizei aufgesucht wird. Kann die Ursache für diese Aufrufe auf die Verwendung von Braindances im Gegensatz... Sag mal. Ich kleb den Knopf da ab, du. Kann die Ursache für die Aufrufe, Anrufe auf die Verwendung von Braindances im Gegensatz zur herkömmlichen Unterhaltung zurückgeführt werden? Ja, wer weiß das schon so genau. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, ich kann Evelyn schreiben. Wir müssen reden, es ist wichtig, aber die wird mir sowieso nicht antworten, oder? Übermittlung der Nachricht nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Oh, okay. Krass. Zu. Der Ort hat was Besonderes. Einen Schritt näher. Wen willst du hier sehen? Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Docs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Nein, aber du. Zumindest siehst du so aus. Jo, was hast du Hurensohn gesagt? Wuhu! Oh. So geht das! Was? Sag mal, was ist denn hier? Warum? Achso, ich musste alle meine Waffen abgeben. Ich erinnere mich dunkel, da war was. Fertig, Großer! Oh. Oh. Nein!